Kennen Sie das? Sie haben Tickets für einen neuen Kinofilm und dachten, eine mittlere Tüte Popcorn genügt? Aber Sie sind schneller am Boden Ihrer Popcorn-Tüte angelangt als der Film beim zweiten Akt? Das muss nicht sein. Jetzt neu der Kinobucket XXL für die extra lange Filme-Experience. Ihr örtliches Kino übernimmt keine Verantwortung für etwaige Vertrinken in einem Kinobucket XXL. Wie wär's denn mal wieder mit ein bisschen kurzweiligen Filmvergnügen? Zum Beispiel dem neuen Batman. Die Fledermaus knüppelt namenlose Handlanger nieder und das in wie viel? In 2 Stunden 56? Dabei gucke ich gefühlt immer noch den Abspann vom letzten Spider-Man, denn der Film war auch schon lang. Schauen wir dazu mal auf unsere Nervigkeit von Überlängenskala. Die reicht von perfekte Länge, erste Anzeichen von Harndrang, erste Anzeichen von Wut, Einschlafen auf der Schulter des Nebenmannes, letzte Bahn ist weg, bis zu kompletter Verlust an Lebensfreude. Spider-Man kommt auf 2 Stunden 28, also kurz vor letzte Bahn. Kann's sein, dass Blockbuster immer länger geworden sind? Bin ich der Einzige, dem das so vorkommt? But Fast and the Furious 8 is 2 hours and 40 minutes long. Are you out of your fucking mind? 2 Stunden 40? Bei den Spritpreisen kann sich das doch bald kein Student mehr leisten. Also, Frage, warum gibt es so lange Filme? Und ganz ehrlich, ich habe da ein kleines Problem mit krass langen Filmen im Kino. Wie geht's? Lange Filme sind so eine Unverschämtheit. Ich erwarte von einem professionellen Regisseur, dass er mir spannende, faszinierende Geschichten erzählt und mich nicht mit Nebenhandlungen vollballert, mir 3 Geschichten in einem Film erzählt und dann nicht zum Ende kommt. Nach 2 Stunden fühlt sich jede Szene wie das Ende an, aber es ist nicht zu Ende. Das muss ich auch noch erzählen und diese Figur muss für ihre innere Zerrissenheit das auch noch erleben. Und dann erzähl mir noch diesen Aspekt der Origin Story des 15. Nebencharakters, damit ich die Spiegelung in der Straßenlaterne verstehe. Was soll denn das? Das ist Arbeitsverweigerung. Ich meine, ein echter Regisseur, der weiß, was wichtig ist und was er wegschneiden kann, um seinen Film auf den Punkt zu erzählen. Der ist Dienstleister. Ich zahle Geld dafür und er sorgt dafür, dass ich nicht einschlafe. Und ich will die Filme ja sehen, aber nicht in diesem unfertigen Zustand, wo noch alles drin ist, was einem Drehbuchautor jemals eingefallen ist und was 100 Hardcore-Fans feiern für alle anderen, aber kack langweilig ist. Netflix hat sogar extra eine Kategorie Filme unter 90 Minuten. Und warum? Weil bei Netflix eben keine sich verkünstelnden Arschgeigen sitzen, sondern Computer. Waschbären. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen emotional geworden. Entschuldigung. Aber ist das mit der Länge jetzt ein persönlicher Eindruck von mir? Ein Datenanalyst hat mal die Durchschnittslängen von Filmen, seit es Filme gibt, verglichen und, was man sieht, in den letzten paar Jahren sind die ordentlich länger geworden. Aber wie sieht es denn mit Blockbustern aus? Wir haben die jeweils 10 finanziell erfolgreichsten Filme aus den Jahren 2009 bis 2021 genommen, weil das sind ja die Filme, die alle gesehen haben. Dann haben wir die Durchschnittslänge ausgerechnet und die Zahlen miteinander verglichen. Die sind richtig lang. Im letzten Jahr im Schnitt sogar 2 Stunden 16 Minuten. 2 Stunden 16 Minuten. In der Zeit könnte man einmal von hier nach Stuttgart mit dem Zug fahren. Und das wäre genauso sinnlos. Stuttgart. Aber warum so lange Filme? Könnte es daran liegen, dass man Zuschauern mehr Leistung für ihr Geld bieten will? In den letzten 10 Jahren ist der Gegner des Kinos nämlich immer stärker geworden, denn Streamingdienste jagen Kinos die Zuschauer ab. Durch die wachsende Konkurrenz ist das gute alte Kinoerlebnis in Gefahr. Das Kino ist für die Filmindustrie aber immer noch der wichtigste Ort, um Geld zu machen. Und weil die Grenze zwischen TV und Film durch die Hilfe von Netflix immer mehr verschwimmt, versuchen Filmstudios dringend, ihren Content abzuheben. Die Filmindustrie versucht verschiedene Mittel, um das Kinoerlebnis wieder zu etwas Besonderem zu machen. Etwa durch den Einsatz von Next Level Surround Sound, Dolby Atmos. Da haben die Kinosäle schon während der Corona-Krise ordentlich für die Zukunft aufgerüstet. Auch in Deutschland haben 200 Säle seit Ende 2020 den Hui, da kommt ja was von oben Sound. Eine andere Lösung, um sich zu profilieren, ist das große Kino. Also buchstäblich längere Filme. Auf Netflix werden deutlich häufiger Serien geguckt als Filme. Und das, obwohl es auf Netflix viel mehr Filme gibt. Den Auswertungen zufolge hat der durchschnittliche Netflix-Nutzer seit der Eröffnung seines Kontos über 1130 Stunden oder 49 Tage lang Inhalte angesehen. Der größte Teil davon, 83%, wurde mit dem Ansehen von Fernsehserien verbracht. Die Logik, die sich der Filmindustrie daraus erschließt, ist, wenn Leute lieber Serien streamen, dann gehen sie halt ins Kino, um sich Filme anzugucken.
Und dass die Filmindustrie überhaupt so lange Filme anbieten kann, hat was mit der Evolution der Technik zu tun. Willkommen im Kino der Zukunft. Erlebe jetzt einen ewig langen Film. Die Zeiten des kurzen Spaßes im Kinosessel sind vorbei. Warum wir das machen können? Weil das tot ist. VHS. Da gingen nur maximal 2 Stunden drauf. Weshalb die Studios von vornherein nur wenig lange Filme gemacht haben. Und? Früher hatten viele Kinos nur eine einzige Leinwand. Die Betreiber wollten daher kurze Filme, um mehr Tickets zu verkaufen, mehr Popcorn zu verkaufen. Aber jetzt haben wir Multiplex. Viele Säle, viele Filme. Extra lang. Nur für dich. Freu dich auf Szenen, in denen rein gar nichts passiert. Auf Stories, die mit der Zeit immer verwirrender werden. Und auf nie endende Schlussszenen. Genieße jetzt den Film der Zukunft. Wo die Überlänge Überlänge hat. Ich kann jetzt nach Hause gehen. Du hast noch 4 Stunden Film vor dir. Viel Spaß. Scheiße. Und damit Leute überhaupt noch ins Kino gehen, muss ihnen auch ordentlich was geboten werden. Vor allem einer bestimmten Gruppe widmet man heute viel mehr Aufmerksamkeit. Denn der Fan ist König. Gerade in letzter Zeit fällt auf, dass es eben die Franchise-Blockbuster wie Marvel oder Star Wars sind, die die große Kohle einbringen. Und den wahren Fans kann es nicht lang genug sein, solange sie das bekommen, was sie wollen. I get excited when it's a movie I'm looking forward to. I want it to be 3 hours. Because these are characters who I love spending time with. Nun, das klingt besser als, ich schaue gerne einen Achteltag computergenerierte Seelenlosigkeit an. Die Fans wollen nun mal viel Zeit mit ihren Helden verbringen. Das ist nicht neu, aber die Filmindustrie hat sich das in den letzten Jahren massiv zunutze gemacht und gemerkt, dass längere Filme gleichbedeutend sind mit mehr Zeit mit den Helden. Gut zu sehen am letzten Spider-Man, der randvoll ist mit Gastauftritten. Während der erste Spider-Man noch 2 Stunden lang war, ist der letzte 2 Stunden 28 lang. Bei so einer langen Laufzeit ist natürlich genug Platz für sowas hier. Und jetzt Achtung, Spoiler. You want me to crack it? Yeah. Yeah, that'd be great. All right. You ready? Yeah. In den sozialen Medien haben die Fans auch die Möglichkeiten, direkte Forderungen an Produzenten und Regisseure zu stellen, die Filme mit noch mehr Figuren anzufüllen. Das passiert vor allem bei Comic-Verfilmungen, wenn die Fans ihre Lieblingscharakter sehen wollen. So etwa bei Spider-Man 3, als Regisseur Sam Raimi gedrängt wurde, den Fan-Favorite Venom doch noch auftreten zu lassen. Ich habe die E-Mails der Fans gelesen, in denen stand, dass man Venom besser nicht nur als kleinen Teaser einführen sollte. Also dachte ich, okay, sie wollen Venom, gib ihnen einfach Venom. Also sagte ich, okay. Deshalb hätten die Credits eigentlich auch eher so aussehen müssen. Geschrieben von Sam Raimi und SexySpiderFanboy23@yahoomail.com. Und so kam in einem eh schon mit 2 anderen Schurken vollen Film auch noch Venom vor und der Film schwoll auf 2 Stunden 19 an. What the fuck? Ob ein Film gut ist oder nicht, das hängt natürlich nicht einfach nur von der Länge ab. Aber die Filmindustrie will uns wieder ins Kino locken, indem sie uns epische Spektakel bietet. Das ist heute nicht nur technisch einfacher, sondern angesichts der Konkurrenz auch wichtig, damit das Kinoerlebnis wieder was Besonderes wird. Wenn man schon mal das Haus verlässt, dann will man ja auch nicht um 9 wieder zurück sein, oder? Wie findet ihr das? Sind euch Filme zu lang geworden oder doch eine willkommene Abwechslung zum Netflix-Couchabend? Wie ihr alle wisst, sind meine Eltern tot und nichts wird sie wiederbringen. Aber wenn ihr Valulis abonniert und die Glocke drückt, dann bleiben sie zwar tot, aber wir sind alle viel besser unterhalten. Oder wollt ihr mir auch noch mein Lachen nehmen, ihr Monster?